Moin miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren regionalen Videogottesdienst. Heute einmal mehr aus unserer Ockenhausener Friedenskirche zu Christi Himmelfahrt. Himmelfahrt. Früher wurden in vielen Kirchen eine Christusstatue mit einer Seilwinde durch ein Loch in der Decke hinaufgezogen, bis sie den Blicken der Gläubigen entzogen war. Außerdem wurden um Himmelfahrt herum eine alte heidnische Tradition aufgreifend Bittgottesdienste und Bittprozessionen für eine gute und gelingende Ernte durchgeführt. Heute wird auch noch prozessiert, vor allen Dingen Männern. Aber die sind da nicht mit einer Christusstatue oder einem Heiligenbild unterwegs, sondern oft mit einem Bollerwagen und ein bisschen Bier und feiern Vatertag. Und das ist wahrscheinlich für viele auch die gängigste Vorstellung von Christi Himmelfahrt. Vatertag. In der Tradition des christlichen Glaubens denken wir zu Christi Himmelfahrt daran, dass mit Jesu Himmelfahrt die irdische Wirksamkeit Jesu an ihr Ende kommt und dass er zurückkehrt zum Vater im Himmel. Der Himmel oben repräsentiert ja in der christlichen Überlieferung die Wohnstätte, die Wohnung Gottes. Für uns heute ist der Himmel nur noch symbolisch oben und Christi Himmelfahrt verstehen wir eher als einen Übergang, als eine Art Wandlung. Denn nach seiner Rückkehr zum Vater ist Jesus nicht länger an Raum und Zeit gebunden. Nun kann er durch die Zeiten immer und überall bei all seinen Menschen sein. Auch bei uns heute, wenn wir Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann ist er bei uns, dann ist er uns nahe. Wir fahren fort mit einem alten Himmelfahrtslied. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 123, 123. Und wir singen die Strophen 1 bis 2 und 4, die davon erzählen, dass Jesus Christus herrscht als König. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm unter.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir heben unsere Augen auf zu dir, der du im Himmel wohnst und der du doch auch mitten unter uns bist. Und bitten dich, mach uns innerlich bereit, dass wir uns auf dein Wort hin dem Himmel entgegenstrecken und dabei doch ganz bodenständig auf dieser Erde bleiben und auf ihr nach deinem Willen leben und wirken. Amen. Wie kommt man in den Himmel? Fragt ein kleines Mädchen. Fliegen wir? Zieht uns einer hoch? Bei Jesus war es so. Eine Wolke hob ihn auf. So erzählt es die Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Jesus zeigte sich den Aposteln nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da stand bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Halleluja. Auf Gottes Wort antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir fahren fort mit dem Lied 331, Großer Gott, wir loben dich, und singen die Strophen 5 und 6 und 11. Dich, Gott Vater, auf dem Thron, loben große, loben.
loben Kleine. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt ja Feste im Jahr, im Kirchenjahr, mit denen viele Menschen eher weniger anfangen können. Und ich vermute mal, Christi Himmelfahrt, das ist so ein Fest. Für die einen, vielleicht sogar für die meisten, ist es Vatertag. Für andere eignete sich dieser Tag allenfalls zur Flucht ins Grüne, ab aufs Fahrrad und hinaus. Zugegeben, nun ist die Vorstellung aus der Apostelgeschichte, dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung in den Himmel fährt, für unser Weltbild heute auch kaum noch nachvollziehbar. Und wenn ich im Konfirmandenunterricht den Konfirmanden davon erzähle, wenn wir über die kirchlichen Feste im Kirchenjahr reden, dann fragen sie mich auch zum Thema Himmelfahrt: War Jesus denn ein Astronaut? Ist er hochgebeamt worden? Oder wie ist das? Vielleicht fragen nicht nur die Konfis so, sondern auch manch anderer und manch andere sich, wenn sie unseren Predigtext hören und davon hören, dass Jesus aufgehoben wird und dass seine Jünger, seine Freunde ihm nachschauen, wie er gen Himmel fährt, bis der nicht mehr zu sehen ist. Nun,
ist der Himmel Gottes nicht mit dem Weltraum identisch. Himmel meint in der Bibel den Bereich Gottes, den wir auch mit den besten naturwissenschaftlichen Methoden und mit den stärksten Teleskopen nicht sehen können. Und dort, in diesem Bereich Gottes, ist Jesus, und wie er dorthin aufgefahren ist, das bedenken wir an eben diesem Feiertag, Christi Himmelfahrt. Wie gesagt, Christi Himmelfahrt, das ist kein einfaches Fest. Und wer nur danach fragt, wie die Himmelfahrt denn naturwissenschaftlich möglich ist und wer versucht, sie nur naturwissenschaftlich zu erklären, der handelt so wie die Jünger, die zum Himmel glotzen und sich offenkundig fragen, wie ist das nur möglich? Wie hat Jesus das nur angestellt? Und wer so fragt, der muss sich, wie auch die Jünger in unserem Text, von den zwei Männern in weißen Gewändern fragen lassen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt in den Himmel? Was aber sollen wir nun tun, wenn wir ganz offensichtlich nicht in den Himmel starren sollen? Unser Text gibt die Antwort, indem er scheinbar beiläufig schildert, dass die Jünger nach Jerusalem zurückkehren. Die Jünger kehren zurück in ihr vertrautes Wirkungsfeld. Der Text liefert also keine geheime Information, wie sich die Himmelfahrt genau abgespielt hat. Wie das mit dieser Wolke war, die Jesus von den Augen der Jünger weg war und aus welcher Edelgaskonfiguration sie sich zusammensetzte und so weiter und so fort. Nein, dieser Text ruft zur Bodenständigkeit, zur Nüchternheit auf. Ähnlich übrigens wie der große Philosoph Friedrich Nietzsche, wenn er dem Christen ins Stammbuch schreibt, ich beschwöre euch, bleibt der Erde treu. Der Erde treu bleiben. Darum geht es, um Erdverbundenheit und Weltgestaltung. Die Erde, nicht der Himmel, bedarf der Gestaltung. Das Diesseits, nicht das Jenseits, ist der Ort, wo die Jünger am Pfingsten dann den Heiligen Geist empfangen werden. Der Himmel ist für sie und auch für uns noch nicht dran. Was es also braucht, sind keine Zuschauer, die in die Ferne des Himmels schauen und sich in Zweifel ergehen, ob dort oben im Himmel die Endstation eines physischen Geschehens namens Himmelfahrt liegen könnte. Nein, es braucht Menschen, die die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann aus dieser Geisteskraft heraus hier und jetzt anpacken. Und so gesehen ergibt Christi Himmelfahrt auch für uns einen Sinn. Der Text also lädt uns ein, nicht zu spekulativen Himmelsstürmern sollen wir werden, sondern Erdlinge dürfen wir bleiben. Unter unseren Füßen die Erde, aber Gottes weiter Himmel über uns. So gehen Christen durch die Zeit und durch das Leben. Und nicht umsonst befindet sich die Himmelfahrtsgeschichte dann auch ganz am Anfang der Apostelgeschichte, also desjenigen Buches, das auf Griechisch Praxis heißt. Praxis, tätiger Einsatz heißt. Die Apostelgeschichte erzählt dann auch vom tätigen Einsatz nicht nur von den großen Aposteln Paulus und Petrus, nein,
Sie spricht auch von den vielen kleinen Aposteln und Botschafterinnen, spricht von Menschen wie dich und mich, erzählt vom Aufbruch der Gemeinde Jerusalems hinaus in die ganze Welt. Und da wird dann viel Mutiges und Ermutigendes, aber auch manches Entmutigende und Enttäuschende berichtet. Und doch in all dem das Wort und der Name Jesu werden bezeugt. Und am Anfang in dieser Geschichte steht die Himmelfahrt. Mit der Himmelfahrt Jesu beginnt wiederum die Erdenfahrt seiner Gemeinde. Und wann diese Erdenfahrt einmal zu Ende sein wird, sprich, wann Jesus wiederkommen wird, um sein Reich endgültig zu errichten, das wissen wir nicht. Auf diese Nachfrage der Jünger antwortet Jesus dann auch recht barsch: Es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen. Sprich, das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist das Wissen darum, dass er wiederkommen wird. Und bis es soweit ist, sollen wir von ihm Zeugnis geben und uns senden lassen, bis an die Enden der Erde, sprich hinaus in alle Welt. Das veranschaulicht auch sehr schön eine Geschichte, mit der ich nun schließen möchte. Diese Geschichte hat angeblich der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann 1974 bei seiner Verabschiedung im Bundesrat und im Bundestag damals noch in Bonn erzählt. In der Mitte des vorherigen Jahrhunderts, so erzählte Heinemann, tagt in einem Staat des nordamerikanischen Mittelwestens das Parlament dieses Staates. Und wie es dort manchmal vorkommt, zog ein fürchterliches, gar apokalyptisches Unwetter herauf und ein Orkan brach los. Der Himmel verdunkelte sich und es wurde schwarz wie die Nacht. Die Parlamentarier wollten voll Entsetzen die Sitzung abbrechen und aus dem Sitzungssaal stürmen. Darauf sagte der Sprecher des Parlaments ganz trocken: Meine Herren, entweder die Welt geht jetzt nicht unter und unser Herr kommt noch nicht, dann ist doch absolut kein Grund vorhanden, diese Sitzung abzubrechen. Oder aber unser Herr kommt jetzt, dann soll er uns wenigstens bei der Arbeit vorfinden. Gentlemen, die Sitzung geht weiter. Ich finde, diese Geschichte veranschaulicht sehr schön, wie wir es mit der Himmelfahrt Christi halten sollen und wie wir die Zeit, bis er Jesus einmal wiederkommt, sinnvoll nutzen können. Also, ihr Männer und Frauen aus Uplingen, was steht ihr da und starrt in den Himmel? Es gibt noch viel zu tun. Lasst euch nicht lange bitten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und fülle sie Christus Jesus gemäß ganz aus. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube ganz fest, unser Herr Jesus hat auch nichts dagegen, wenn wir die Zeit, bis er wiederkommt, dazu nutzen und seine Schöpfung bestaunen und bewundern, auch und gerade in dieser Jahreszeit. Und davon erzählt auch ein wunderschönes altes Lied, das wir nun hören werden. Es begleitet uns instrumental an der Orgel Heinz Großmann mit einer Variation über den Choral »Wie lieblich ist der Mai«.
Jesus Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Der Wochenspruch für den Himmelfahrtstag aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Heinz Großmann und seinen Projektchor, der unseren Gottesdienst musikalisch rahmt und begleitet. Vielen lieben Dank für euren Dienst. Viel mehr abzukündigen gibt es sonst nicht. Ich verweise auf unseren Gemeindebrief und auf unsere Homepage. Wir wollen Fürbitte halten. Gott, Vater im Himmel, deine Güte will unsere Erde verwandeln. Wir können nicht den Himmel auf Erden schaffen, aber du, Gott, kannst uns helfen, dass wir einander nicht das Leben zur Hölle machen. Wir bitten dich, öffne uns die Augen für die Schönheit deiner Schöpfung. Lass uns dankbar annehmen und genießen, was du in dieser Jahreszeit reifen lässt in Gärten und auf Feldern. Öffne uns das Herz, damit wir teilen und weiterschenken können. Öffne uns die Ohren für dein Wort, damit wir begreifen und weitersagen, was du uns an ermutigenden und entlastenden Hoffnungen immer wieder zusprichst. Und lass auch durch uns etwas von deinem Himmel auf unsere Erde kommen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin, im Frieden und unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.